Kants scharfe Scheidung zwischen sinnlicher Handgreiflichkeit und logischer Festigkeit hat jenen ein für allemal zu einer unwissenschaftlichen Ansicht herabgesetzt. Bis soweit verblieben wir innerhalb des Bereichs der Erfahrung. Aber so sehr alles menschliche Erkennen an sie gebunden ist, die letzte Grenze unseres Denkens bildet sie nicht. Vielmehr treibt ein uns innewohnendes Vermögen der Vernunft uns zwingend über die Erfahrung hinaus. Wir müssen streben, sie in ein Ganzes zu fassen und auf einen letzten Grund zurückzuführen. Wir können nicht umhin, zu dem Bedingten der Erfahrung etwas Unbedingtes zu suchen. Aber so gewiss dies Unternehmen eine Größe unseres Wesens bekundet, es führt uns in ärgste Verwicklung, denn wir zeigen uns nämlich der Aufgabe nicht gewachsen. Wir vermögen nämlich nicht jenseits der Erfahrung einen festen Standort zu erreichen und von ihm einen Weg zu ihr zurückzufinden, oder anders ausgedrückt, vom Standort aus die Erfahrung abzuleiten. Wir werden immer wieder auf eben die Erfahrung zurückgeworfen, über die es uns zwingend hinaustrieb. So müssen wir schließlich erkennen, dass auch das Streben nach letzten Abschlüssen nur innerhalb unseres Gedankenkreises liegt, nicht über ihn hinausführt. Und dass wir zu Unrecht die subjektive Notwendigkeit einer Verknüpfung unserer Begriffe als eine objektive Notwendigkeit der Bestimmung der Dinge an sich verstanden. Diese Überzeugung muss aber erschütternd wirken, da bei dem Streben nach einer zusammenhaltenden Einheit und einem letzten Abschluss die dem Menschen allerwichtigsten Dinge in Frage stehen: die Probleme der Seele, des Weltalls und der Gottheit. Wir können unser Seelenleben nicht fassen, ohne die Mannigfaltigkeit dessen, was in ihm vorgeht, auf eine beherrschende Einheit zurückzubeziehen.